Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's und ja, ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ja, werden wir einfach mal hier lang machen, ne? Okay, ich muss glaube nach oben. Okay. Okay, das haben wir geschafft. Das war jetzt nicht so schwer. Boah, jetzt bin ich mega gespannt, ne? Es sieht schon schön aus, ne? Kann man nicht meckern. Ach, krass. Okay. Okay. Wir müssen jetzt erstmal kurz gucken, was am besten wäre. Also ich glaube, die Geisterklinge macht nicht so viel Sinn. Ich würde sagen, wir nehmen wieder den Stachel. Ja, Projektil macht ja auch keinen Sinn. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass wir die Wache mitnehmen. Ich muss echt sagen, der Stachel macht mega viel Damage, ey. Meine Herren. Oh Mann, das war doof. Ich frage mich gerade, wo wir hier Dings herbekommen, wo wir hier Mana herbekommen.
Das. Okay. Hier lang müssen wir. Oh nee. Nee. Oh, scheiße. Okay, hier brauche ich wieder Dings, ne? Dass wir Ori zum Projektil machen. Sonst bringt mir das nichts. Ja, ich würde sagen, wir machen es mal so. Lass mich in Ruhe, Mensch. Okay. Gut, wir sind jetzt Stage 2. Mal gucken. Das ist mal eine echt ernst gemeinte Frage, ne? Was soll ich ohne Mana machen? Brauchen wir doch schon wieder die Geisterklinge? Ich verstehe nicht so ganz, was wir jetzt. Also Jammer ein bisschen Mana. Okay, das habe ich verstanden. Wir können uns hier verstecken. Also, wir können mit der Geisterklinge ja wirklich überhaupt gar nichts anfangen. Da! Aua. Das wird wehtun. Ja, wow, ich brauche jetzt. Oh Mann, ich brauche das Mana jetzt zum Heilen.
Aber das ist ein extrem anstrengender Bossfight, ne? Weil wir wirklich hier mit extrem wenig Mana auskommen müssen. Da haben wir wieder Mana. Aber das Mana brauchen wir ja meistens eher zum Heilen, ne? Oh nö, mach jetzt bitte nicht hier die Map kaputt. Ich wäre fast den Strahl hinterher gesprungen. Au. Mit der Arschkuh. Verpiss dich. Oh, nee, nee, nee. Oh. War das knapp. Oh, ich dachte jetzt wirklich... Oh, das wäre es jetzt wirklich gewesen, ne? Okay, wir haben wieder Mana. Aber wie schon gesagt, das Mana würde ich doch eher dann zum Heilen benutzen. Das war doof. Da war ich ein bisschen zu weit oben. Ups. Da habe ich die lila Wolken berührt. Bis die Wolken wieder lila sind. Ey. Mana. Sehr schön. Warte mal. Ich bin gerade am überlegen. Man kann jetzt ein bisschen den Stachel wieder mal einsetzen. Ja? So. Das war dumm. Wir haben wieder kein Mana. Das heißt, wir können wieder umswitchen auf... Das hab ich zum Beispiel auch noch nie benutzt. Ne? Kostet Mana, ne? Okay. Gut. Schön, dass wir es klären konnten. Gehen wir wieder auf Geisterklinge. Nee, jetzt wirklich? Bleibt das jetzt die ganze...
Was? Ist sie gegangen? Was? Okay, das bleibt so. Okay. Okay, das ist eine ziemlich... Boah, Alter. Okay, das ist... Okay, die Phase ist wirklich heftig, ne? Muss ich ja mal sagen. Vor allem, wir haben jetzt auch keine Möglichkeit mehr, uns jetzt zu heilen. Okay, da? Nee, geht nicht mehr los. Das ist wirklich eine anstrengende Phase, ey. Oh oh. Okay, Hammer, Hammer, Hammer. Sehr schön. Ja, Uff. Okay, wir heilen uns jetzt einfach mal. Okay, das ist eine unfassbar anstrengende Phase. Einzige, was wir vielleicht versuchen könnten, ist mit einem Stachel nochmal. Weil wir brauchen ja jetzt das Mana sozusagen eh nicht mehr. Also wir können uns jetzt eh nicht mehr heilen. Ah, der Stachel hat noch getroffen, blöder Arschkuh. Okay, wir haben es geschafft, alles gut. Wir haben jetzt Schrieb besiegt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Haha. Blöde Arschkuh. Hat irgendwie noch ein Geschoss getroffen? Hey, unsere Freunde.
Boah, eigentlich mega traurig, ne? Sie wollte eigentlich nur immer geliebt werden, wurde ausgestoßen und wurde dann zu einer Ausgestoßenen, also... Boah, krass. Hey, Ori, geht's wieder gut? Kann das sein, dass wir mit Ori jetzt in der Geisterwelt sind? Dass wir... Boah, haben die das geil gemacht. So alle Erinnerungen nochmal, die vorbeiziehen. Und eigentlich wollten wir nur unsere beste Freundin retten. Oh, ist das cool. Ey. Okay, das ist ein sehr, 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 sehr schönes Ende. Natürlich haben wir uns ja geopfert und wir sind ja zur Weide jetzt geworden, mit dem Licht zusammen. Und ich glaube, wir leben als neue Weide weiter. Thank you.
Und somit sind auch wieder alle Freunde vereint, was ich sehr, sehr schön finde. Boah. Ich muss wirklich sagen, einer der schönsten Jump'n'Run-Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, wenn nicht sogar das schönste Spiel. Die Story einfach einmalig. Die wissen ganz genau, wie man mit Emotionen spielt. Einfach die Kulisse an sich sehr, sehr schön ausgewählt. Grafik, da braucht man, glaube ich, nicht meckern. Also da braucht man auch nicht diskutieren. Also absolut wunderschön. Und ja, das ist wieder so ein Spiel, was zeigt, dass man ohne viele Dialoge ein Meisterwerk zaubern kann. Mit wenig Dialogen ein großartiges, emotionales, schönes Meisterwerk zaubern kann. Und ich muss sagen, der Soundtrack, ey. So ein wunderschöner Soundtrack, der uns übers ganze Spiel begleitet hat. Wunderschön, muss ich wirklich sagen, wunderschön. Hat mir mega Spaß gemacht. Durch die Welt mit Ori zu streifen, auch wenn man sagen kann, dass vielleicht das Ende ein bisschen traurig für Ori ist, aber Ori lebt ja weiter, in Form der Weide, in Form eines neuen Lichtes, ne? Also wir leben ja weiter. Es ist vielleicht, wir haben ja unsere kleine Geisterseele, kann man das so sagen, unsere kleine Geisterseele verlassen und sind mit dem Licht zusammen ja zum neuen Leben erwacht, als Form der wachenden Weide. Und das natürlich am Ende unsere Eule wieder aufersteht von den Toten. Ey, das fand ich mega schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Geschichte kann man hier und da auch ein bisschen so ins wahre Leben so abkupfern. Denn Schrick, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus oder ich habe den noch richtig in Erinnerung. Also die Endgegnerin, sage ich jetzt mal, der große Vogel. Was wollte sie? Sie wollte eigentlich nur von jedem geliebt werden. Sie wollte akzeptiert werden und ja, sie hat das genaue Gegenteil erreicht. Sie wurde von den Waldbewohnern ausgelacht, mal neudeutsch gemobbt. Und irgendwann hat sie sich natürlich gerecht. Und ich finde schon, dass man heutzutage das Thema Mobbing schon sehr groß schreiben sollte. Und ja, anstatt sich gegenseitig zu zerfleischen, einfach mal auf die Menschen zugehen und einfach mal mit den Menschen reden und mal zu schwächeren Menschen halten, weil es kann sehr oft böse enden. Es kann entweder, was leider häufig der Fall war, Richtung Amoklauf dann irgendwann gehen, dass der Gemobbte irgendwann nicht mal keinen anderen Ausweg mehr sieht. Es kann aber auch so weit gehen, dass der Gemobbte sich vielleicht dann irgendwann umbringt. Und ich finde, die Geschichte hat uns eines deutlich gemacht, dass man wirklich
beide Seiten sich angucken sollte, beide Geschichten sich anhören sollte und versteht, warum man in der Situation genauso handelt. Warum man vielleicht nicht der Norm entspricht, wieso man ein bisschen außerhalb der Norm ist und wieso man halt in dem Moment so ist, wie man ist. Ob das jetzt wegen Mobbing ist oder ob das wegen einer anderen Krankheit ist oder ob das einfach, weil man einen anderen Charakter hat. Aber trotzdem hat das in meinen Augen, gibt es dafür keinen Grund, Leute dafür zu mobben, weil sie anders sind. Und das hat uns die Geschichte wirklich, also mir sehr deutlich gemacht. Ich bin immer gegen Mobbing, ich werde auch immer gegen Mobbing sein. Und ja, also ich fand, also eine der schönsten Geschichten, gerne mehr von solchen Spielen, die ich bisher, oder besser eine der schönsten Spiele, die ich bis jetzt spielen konnte. Und ja, das Spiel wusste ganz genau, an den richtigen Momenten Emotionen einzusetzen, wo man vielleicht dann doch ein bisschen nachdenklicher wird. Und was das Spiel auch geschafft hat, was ganz wenig Spiele schaffen, dass man vielleicht nach so einer, wenn man eine Stunde spielt, dass man dann darüber so nachdenkt, ne? Dass man so über die Eule nachgedacht hat. Da habe ich mich nämlich bei erwischt, dass ich so ein bisschen über das Spiel danach gedacht habe, obwohl ich eigentlich gerade auf Arbeit war. Und das finde ich so faszinierend. Das hat das Spiel wirklich geschafft und das können ganz, ganz wenige Spiele. Die meisten Spiele, ja, die macht man aus und denkt auch einfach gar nicht mehr darüber nach. Ne? Die macht man halt aus und gut ist, aber das Spiel hat es wirklich geschafft, dass man über das Spiel dann doch längere Zeit noch nachdenken muss und vielleicht so ein bisschen sein eigenes Verhalten reflektiert. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich mega klasse. Und ja, jetzt habe ich genug gelabert. Ich hoffe natürlich, euch hat das Projekt Spaß gemacht. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Projekt wieder. Da braucht ihr keine Angst haben. Und ich hoffe, es hat euch ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal so die Erfahrungen teilen, was ihr an dem Spiel am schönsten fandet. Ihr könnt gerne auch ein bisschen was von Ori 1 reinschreiben, was ihr allgemein so an der Serie am schönsten fandet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin, haut rein und tschüssi!